Aber wir haben zum Beispiel viele Leute, die fast jeder Zweite, der mit Zahnfleischproblemen kommt, also mit Parodontitis oder Parodontose, so heißt das im Fachjargon, die wiederum auch Ursachen hat, die nicht unbedingt aus dem Zahnbereich kommen. Natürlich sind Zahnbeläge nicht gut, das weiß mittlerweile, glaube ich, jeder. Aber wenn man zum Beispiel Probleme hat mit dem Darm, und das haben auch fast jeder Zweite, also Verdauungsproblematiken, dann ist das eben halt ein Grund dafür, dass auch das Zahnfleisch reagiert. Das heißt also, wir sehen auch, über ein entzündetes Zahnfleisch kann ich wiederum Rückschlüsse ziehen, wie sieht es aus mit der Verdauung. Und wenn ich also einen Patienten frage mit einer Zahnfleischproblematik, wie sieht das aus mit ihrer Verdauung, ist keiner dabei, der sagt, das ist alles in Ordnung. Es ist wirklich definitiv so, dass die Leute sagen, ja, ich habe zwar keine Schmerzen, aber der Stuhl wechselt, der ist mal dünn, der ist mal dick. Ich habe mal tagelang keinen Stuhl, ich habe mal tagelang fünfmal am Tag Stuhl. Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig, dass bei Zahnfleischerkrankungen auch die Leute sagen, ja, sie haben eine Problematik im Verdauungssystem, mal ganz als Überbau gesagt. Und dann gucke ich halt, auch wenn Materialien im Mund sind, also wenn die Patienten kommen mit Kronen, Brücken, Prothesen, Amalgamfüllungen, wie denn da das mit Symptomen aussieht, die vielleicht wiederum in diesen Bereich passen. Ja?